Wir haben jetzt noch eine Sache gar nicht beleuchtet. Ich glaube, das wäre auch noch mal ein großes Thema für die Zukunft. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz ansprechen, weil viele diese Situation, wie teuer ist ein Zins, wo bekomme ich gute Zinsen her, das Thema öffentliche Mittel immer mal wieder ein Thema ist, bei der in der Beratung oder auch sehr häufig ein Thema ist. Ist, glaube ich, aber eine Sache, die man nochmal in einem zweiten Podcast, in einem zweiten Video etwas genauer beleuchten sollte. Aber vielleicht noch eine Frage zu dem Thema. Was ist mit den Zinsen? Zinsunterschiede vielleicht auch mal zu dem Thema Immobilienfinanzierung oder Praxisfinanzierung? Ja, jetzt kommen wir... Mehrere Fragen auf einmal. Ja, genau. Und jetzt kommen wir auch zu dem Thema steuerliche Betrachtung. Mhm. Machen wir nicht, dürfen wir nicht. Mhm. Man kann aber, weil ich Ihrer Frage nicht ausweichen will, man kann natürlich darüber, man muss auch mit den Kunden darüber reden, welche Zinsen sind abzugsfähig. Das heißt, bei welchen Zinsen kann ich den Staat, das Finanzamt beteiligen und bei welchen Zinsen kann ich das nicht. Mhm. Das muss geprüft werden vom Steuerberater und das sollte man dann auch besprechen. Aber da nicht alle Zinsen sind gleich. Ja, okay. Und ich nehme jetzt dieses gute Zinsen, schlechte Zinsen. Aus Sicht der Kunden sind natürlich alle Zinsen schlecht. Genau, die sind so schlecht. Aber es gibt halt einfach wirklich Themen, wo man sagen muss, was möchte ich zuerst tilgen? Das ist nämlich das Thema, möchte ich meine Immobilie zuerst tilgen oder möchte ich die Praxis zuerst tilgen? Ja. Dann nehmen wir immer wieder den Berater, den Steuerberater damit dazu und sagen, lass uns das bitte gucken, was ist hier am sinnvollsten. Ja, okay. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Also es gibt nicht die Finanzierung. Nein. Öffentliche Mittel, wie setzen Sie öffentliche Mittel ein bei der Praxisfinanzierung? Wir setzen sie ein, so wie wir es dann nachher in dem Konzept erarbeitet haben. Mhm. Es gibt Finanzierung, wo wir öffentliche Mittel tatsächlich regelmäßig einsetzen, bei der Baufinanzierung oder bei der Existenzgründung. Es gibt aber auch Finanzierung, wo man feststellt, dass in Zusammenarbeit mit dem Kunden und in Zusammenarbeit mit dem Partner man feststellt, die öffentlichen Mittel, die man da jetzt zur Verfügung hätten, sind nicht die richtigen. Und dann gibt es Bankmittel und dann stellt man die über Bankmittel zur Verfügung. Ich glaube, dieses Thema, ich gerade schon gesagt, ist so bedeutsam für viele, dass man das vielleicht nochmal extra besprechen sollte an dieser Stelle. Zum Schluss dieses kurzen Interviews würde ich Sie vielleicht nochmal aus Sicht des Praktikers bitten, ein paar Praxistipps abzugeben. Also ich möchte mich niederlassen, was mache ich? Es gibt ja nicht nur die wirtschaftlichen Entscheidungen, sondern es gibt auch ein paar strategische Entscheidungen, würde ich sie mal nennen, also die unmittelbar mit meinem Unternehmen zu tun hat. Haben Sie da vielleicht noch zwei, drei Hinweise? Sehr gerne. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich die Praxis anschaut. Idealerweise versucht man, wenn man sich entschieden hat, versucht man auch mal zusammenzuarbeiten. So eine Art Praxisvertretung oder vielleicht auch mal ein Vierteljahr gemeinsam zu arbeiten, dass man die Patienten kennenlernt. Es ist immer... Oder es kann unangenehm sein, wenn der eine Partner rausgeht, der Seniorpartner und der Juniorpartner einen Tag später anfängt und man die ganzen Patienten noch gar nicht kennenlernt und die Patienten aus Sicht der Patienten den neuen Arzt noch gar nicht kennenlernt. Das Thema, mit welchen Arzthelferinnen gehe ich weiter, übernehme ich alle, gibt es vielleicht welche, wo ich sage, da passen wir vielleicht nicht zusammen. Das Thema, was mache ich mit der Praxis selber? Übernehme ich eine Praxis, schließe die zu, baue sie komplett um und nach zwei Wochen mache ich die Praxis wieder auf und der Patient kommt rein, findet seinen Arzt nicht mehr, findet seine Praxis nicht mehr. Das sind so Themen, wo ich sage, das sollte man vielleicht langsam gestalten. Okay. Also durchaus auch den schmalen Grat zwischen ich verändere jetzt alles sofort oder ich lasse erstmal das, wie es ist, um zu sagen, ich verunsichere den Patienten nicht mehr, denn das, was mir natürlich letztendlich meine wirtschaftliche Tragfähigkeit langfristig sichert, sind natürlich meine Patienten. Auf jeden Fall. In der Übernahme der Praxis, also wirklich auch zu sehen, ja, ändere was, aber ändere es nicht sofort komplett. Denn es gibt eine gute Statistik, die ich in dem Zusammenhang mal gehört habe. Das Wichtigste für den Patienten ist, er kennt die Helferin, er findet guten Parkplatz. Genau. Und an dritter Stelle kommt dann tatsächlich schon, ich habe auch noch einen guten Arzt. Ja. Herr Mack, vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant, die Hinweise und praktischen Tipps mal von Bankseite zu hören. Und ich glaube auch mal in einer Art und Weise zu hören, die jetzt nicht unbedingt ein typisches Bankgespräch darstellt, sondern einfach auch mal zu gucken, wie kann ich meinen Bankpartner in meine Niederlassung oder in meine unternehmerischen Entscheidungen einbeziehen. Finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir werden vielleicht, wenn Sie möchten, noch so ein paar Informationen unten in die Shownotes stellen, um mal zu sehen, wie kann man sich auch an Sie wenden, wenn denn Fragen da sind. Das haben Sie angeboten, das würden wir vielleicht gerne mit aufnehmen. Ansonsten bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
Und denken Sie dran, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Also bis dahin, tschüss.